For the ambitious tycoon, the start of a thriving empire is only ever one deal away. Exploiting gaps in the market and meeting demand is all in a day's work for a cunning entrepreneur. And expanding your business is necessary if you're to keep up with the times. But you won't be the only one looking to make it big. Competitors and self-sufficient towns will soon leave you looking for that next niche in the market. And a change of entrepreneurial tactics might be necessary to fend off financial collapse. However, be careful with your newfound direction. A poorly planned infrastructure will grind your business to a halt. And badly placed polluting industry will be sure to harm your reputation and quickly turn your business allies into foes. But the savvy business person will have all this under control with well-executed trade routes by road, water, air, and rail. And a well-targeted PR campaign will soon have those green towns and villages back on side and accepting your goods. All that's left to worry about is what you're going to produce next. For you are an industrialist, and success is in your blood. And who knows what the next new day will bring in rise of industry. Ja, und damit herzlich willkommen zu Rise of Industry, ein neues Projekt hier auf dem Kanal. Ja, ich fand das Spiel ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, ich fand es interessant. Ich habe darüber ein Video gesehen und dachte mir, Mensch, das wäre doch was für mich. Und jetzt wollen wir mal ein kleines Ründchen spielen. Das Spiel ist noch early, das heißt, ja, es können hier ein paar Bugs drin sein, es ist noch nicht alles drin, was drin sein soll, wie man zum Beispiel gesehen hat, die Umweltverschmutzung hier im Trailer. Das ist noch nicht drin zum Beispiel, was mir gestern noch aufgefallen ist, ich habe mal kurz angespielt. Es ist keine Kollisionsabfrage bei den Fahrzeugen, also bis jetzt habe ich dadurch noch keinen Stau gesehen. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Gibt mehrere Möglichkeiten, Tutorial kann ich nur empfehlen, aber habe ich wie gesagt gestern schon gemacht. Beispiel ist doch sehr, ja, es geht ins Detail und man hat viele, viele Möglichkeiten. Ich denke mal, wir spielen erstmal auf normal, würde ich sagen. Und fangen dann auch klassisch mit dem Landwirtschaftsbereich an. Da müssen wir dann gleich mal gucken, wo wir anfangen. Ja, und so sage ich, fängt das Ganze mal an. Jetzt lädt er hier die Map ein schnell. Und da ist die erste Stadt. Wir machen kurz auf Pause, gucken uns ein bisschen um. Hier gibt es nur Wasser. Es gibt immer am Anfang so eigentlich drei Läden, ist mir aufgefallen. Das eine ist der Markt, wo die Farmsachen verkauft werden können. Dann der Hardware-Store, also sozusagen ein Gemischtwarenladen. Das war nicht, das war hier. Der nimmt dann schon die ersten fertigen Güter oder Rohstoffe an. Und dann haben wir noch einen Markt, wo wir sozusagen, Quatsch, das war wieder der falsche, wo wir zum Beispiel Sachen kaufen können, die wir ja nicht in der Nähe haben oder so. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal. Haben wir gesagt, wir fangen an mit Landwirtschaft. Dazu gehen wir jetzt erstmal hier auf den Forschungsbaum und wählen uns von Gatherer, also Sammler, Farming, Industrie. Und man kann sogar nur Logistik machen. Wählen wir uns Farming aus. Da haben wir dann gleich die Crop Farm und die Plantage. Ja, und drücken Ready.
Jetzt haben wir hier, trotzdem müssen wir natürlich zusehen. Wir brauchen noch andere Sachen. Zum Beispiel brauchen die Farmen immer Wasser. Also ist das gut, wenn man eine Wasserpumpe hat, also ein Wasserwerk, was ein Wasser liefert. Man kann es sich, wie gesagt, auch von der Stadt holen, aber es, ich habe gestern mal mir es angeguckt, es ist wesentlich teurer, wenn man es über die Stadt holt. Also gucken wir mal. Na, jawohl. Ja, dazu kommt noch, dass die Städte ihre eigenen Gebiete haben, die sieht man hier. Wir können auch nicht sofort losbauen, sondern wir müssen uns immer erstmal eine Baugenehmigung holen. Für den jeweiligen, ja, Staat, Bundesland, wie man es nennen will. Ja. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um auf der Karte. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz husten. So, da bin ich wieder. Ein bisschen verschluckt. So, ja, wir fangen einfach mal hier an. In St. Ellen. Und hat 17.000 Einwohner. Er liegt am Wasser, aber leider sind da eine Menge Berge drum, was jetzt für die Landwirtschaft nicht so passend ist. Da müssen wir mal gucken, ob er überhaupt was aufnimmt. Da, was schon mal ganz gut ist, ist, dass er Gemüse nimmt. Das nehmen nicht alle. Recht selten, dass sie von Anfang an Gemüse wollen. Meistens wollen die alle Weizen haben. Dann hätten wir hier noch die Stadt. Eine sehr kleine Stadt. Na, die nehmen sogar beides, also die wäre schon mal nicht schlecht. Hier hätten wir ja auch Wasser. Ja. Das ist die, das scheint hier richtig mehr zu sein. Das hatte ich auf einer Karte auch noch nicht. Wie gesagt, ich habe ja sowieso erst eine Runde gespielt, ganz kurz, aber. So, die Stadt ist hier schon ein bisschen größer. Was nehmen die so auf? Auch Gemüse und Weizen. Hier hätten wir auch wirklich schön viel Platz. Und White möchte auch Gemüse und Weizen. Das Gute ist, sie hat natürlich einen Außenanschluss. Also sollte die Stadt dann irgendwann mal voll sein, könnte man natürlich auch gleich rausliefern. Gut. Ja. Mal gerade der Autospeicher. Ja, das hätten wir natürlich auch hier oben, aber die Stadt ist wesentlich kleiner. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Errichten ein Wasserkraftwerk. Muss man natürlich erstmal erforschen. Aber ein Forschungspunkt. Dann können wir auch gleich das Traktepo erforschen. Werdet ihr nachher sehen, warum wir das brauchen. Man kann es auch ohne erstmal machen. Hier haben wir gleich drei Punkte. Das heißt, wir können beide Farmen auch gleich erforschen. Das werden wir auch machen. Und dann theoretisch auch noch gleich den dritten. Achso, wir wollten ja Weizen haben.
Dann könnten wir schon fast drei fahren, aber ich glaube, nee, da warten wir mal nochmal. Aber wir können es trotzdem schon freischalten. So. Dann fangen wir an. Als allererstes müssen wir uns, wie gesagt, die Baugenehmigung kaufen. Das machen wir hier bei Region. Dann gibt es nur die Erlaubnis, also Logistik-Sachen zu bauen, damit man zum Beispiel liefern kann. Oder die volle. Die kaufen wir uns jetzt für 2 Millionen. 10 haben wir. Bauen unser Wasserkraftwerk. Das hier. Das drehen wir mal. Das ist am besten gleich so. Wir dürfen immer drei Wasserpumpen bauen. Hier in dem Bereich wird uns angezeigt, können die hin. Das ist immer hier in diesem Radius müssen die sitzen. Das kann man nachher noch upgraden, dann kann man. Na, Quatsch. Dann kann man auch 4 haben. 5. 5 ist dann das Maximum, soweit ich weiß. Jetzt müssen wir das Ganze mit Straße verbinden. Am Anfang können wir nur hier diese Dirt Road bauen, also der ganz einfache Feldweg verbinden. Und dann würde ich sagen, bauen wir erstmal die Felder, dann können wir nämlich gucken, wie wir es überhaupt verbinden wollen. Ja. Also Terraforming ist auch noch nicht implementiert. Das kommt wohl auch noch genauso wie bei dem Farming-Bereich der Fischer. Oder die Fischfarm. Die ist auch noch nicht drin. Also alles, was hier so ausgegraut ist, ist noch nicht im Spiel drin. Dann fangen wir mal mit den Farmen an. Als allererstes eine Crop-Farm. Ist eigentlich ähnlich. Darf nicht zu dicht dran, weil sonst passiert das, genau. Dann sinkt unser Einfluss, was nicht gut ist. Also setzen wir die hier hin. Kostet uns 90.000. So, dann haben wir hier auch drei Felder, die wir bauen können. Ja, ich würde sagen, da die ja beides annehmen, können wir sogar wirklich beides schon gleich anfangen. Setzen wir danach gleich die Plantage daneben. Lassen noch einen Platz, würde ich sagen, für eine spätere Straße. Oder lassen wir gleich drei Platz. Das ist eigentlich albern. Oh, naja, sieht schön aus. Dann machen wir drei. Ich glaube, hier geht noch das Feld zwischen, genau. Setzen hier das dritte Feld. So, als nächstes wieder mit Straße verbinden. Eins, zwei. Verbunden. Dann können wir es hier in die Stadt verbinden. Warum wir das jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Dann war mal schnell weg. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Deshalb habe ich überlegt, ob ich erstmal Stück für Stück, aber wir machen das jetzt mal Schlag auf Schlag.
So, und zwar die Wasserpumpe kann, wie ihr seht, hat die erstmal am Anfang nur ein Slot frei zum Liefern. Wir haben jetzt aber zwei Betriebe. Also, was machen wir? Deshalb habe ich gesagt, hier am Anfang bei der Logistik, wir schalten den Truck-Depot frei. Wir bauen jetzt ein Truck-Depot. Was bauen wir dazwischen? Eigentlich hier. Bauen wir genau. Wir können das auch für später bauen wir es so, dann falls wir wie gesagt rausliefern wollen, können wir dann auch das so machen, dass wir direkt einen Anschluss an die Landstraße haben hier. So, und zwar liefern wir jetzt unser Wasser nicht an die Farm direkt, jetzt müssen wir das ständig hin und her wechseln, sondern gehen auf Logistik, wählen das Truckdepot aus, sagen ja, drei LKWs. Diese drei LKWs fahren dann zum Truckdepot und bringen da Wasser hin. Jetzt können wir das Truckdepot anwählen und sagen, wir wollen Wasser, zweimal Wasser, einmal zur ersten Farm und das zweite Mal zur Plantage. Empfiehlt sich auf zwei zu machen meistens, das haut eigentlich ganz gut hin, wir werden sowieso sehen, wahrscheinlich wird es nachher volllaufendes Lager. So, jetzt haben wir das schon mal erledigt. Bekommen die hier Wasser. Können wir eigentlich schon mal anmachen. Dann seht ihr schon mal, wenn man hier raufklickt, sieht man hier, die Wasserpumpen werden jetzt befüllt. Wenn der Balken voll ist, fahren die LKWs zum Wasserwerk, bringen da das Wasser hin und das Wasser wird dann hier zum Truckdepot gebracht. Na? Ah, dauert ein bisschen. Warten wir mal ganz kurz ab. Die paar Sekunden haben wir ja. So. Und los geht's, würde ich sagen. Hopp, hopp. Alle gleichzeitig. So, jetzt werdet ihr das sehen, was ich vorhin gesagt habe. Die fahren noch richtig schön ineinander. Also auf Verkehrschaos, da müssen wir wohl noch ein paar Updates warten. Da sieht das hier. Die teilen sich jetzt hier gleich auf. Und wir bringen jetzt genau, wie ich gesagt habe, das Wasser schön zum Truckdepot. Und dann fahren wir gleich die LKWs vom Truckdepot. Natürlich nur drei, weil wir haben ja nur zweimal Wasser, dreimal Wasser. Also wir werden zwei zur Farm fahren und einmal nur zur Plantage. Aber da kommen ja schon die nächsten, also das ist jetzt. Jetzt fängt es halt an. So, jetzt nehmen wir die Farm und sagen auch hier, wir wollen erstmal Karotten. Also Gemüse produzieren, das auch an und bringen es in die nächste Stadt. Das ist White. So, wenn man nachher mehrere Städte zum Beispiel, kann man das nämlich dann auch wieder über das Truckdepot machen. Allerdings müssten wir dann wahrscheinlich ein zweites bauen, weil hier sind ja nur 5 LKWs drin zurzeit. So, dann nehmen wir hier auch Destination, Früchte, die nächste Stadt. Okay, da war dann schon der erste Fehler. Jetzt hatte ich gedacht,
Die wollten hier auch. Nein, wollten sie nicht. Dann wäre es wahrscheinlich wirklich besser, wir verkaufen es an den Staat, weil bis sie hier oben sind, ist ja noch weiter weg. Gut, dann mischen wir die Destination nochmal. Wir können ja nochmal gucken, ob wir was anderes probieren, was ist nur Cotton, und ich glaube Cotton höchstens, wenn wir Glück haben. Oh, wir haben sogar Glück. Dann machen wir Cotton. Also Baumwolle. Haben wir Glück im Unglück gehabt. Habe ich wieder mal nicht richtig geguckt. Und werden das nach White zum Hardware-Store bringen. So, und dann kann man nämlich jetzt zugucken. Wir haben jetzt nämlich schon einen positiven Einfluss auf die Stadt von 25%. Und hier ist es genauso mit den Dings. Immer wenn die Felder Wasser bekommen, dann laufen die voll, und wenn es voll gelaufen ist, dann kannst du das Feld ernten und es wird in die Stadt gebracht. So, dann wollte ich euch nochmal zeigen, was ich vorhin mit dem Wasser meinte. Wir können ja jetzt hier, könnten wir Wasser kaufen, aber wenn ihr mal auf den Preis achtet, ein Wasser würde 1800 kosten. Und uns kostet die ganze Wasser, es war das ganze Wasserkraftwerk im Monat 7500 und liefert uns 9 Einheiten. Und dann könnt ihr ja ausrechnen, 9 mal 1800 sind auf jeden Fall mehr, als wenn er das Wasser selber holt. So, und jetzt geht es hier fleißig so seinen Lauf. Da können wir ja mal gucken, wie es überhaupt so läuft. Jetzt haben wir hier natürlich im letzten Monat die ganzen Konstruktionskosten drin. Aber in diesem Monat sieht es doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir machen schon nur noch 12.000 Minus bis jetzt. Gucken wir mal, wie viele Einnahmen da noch zusammenkommen. Ich kann ja auch ein bisschen beschleunigen. Ja, und so baut man sich dann hier so nach und nach seinen kleinen Wirtschaftszweig auf. Ja, das Spiel ist so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an damals von J-Wood oder J-Wood, Industriegigant. Ja, scheint sich so ein bisschen abgekupfert zu haben. Aber was ich immer ganz lustig finde, wenn ich so mit damals mit den Spielen vergleiche, ja, dann läuft dieses Spiel schon viel, viel besser als die damals. Und früher gab es ja mal, man konnte zwar patchen, aber hat ewig gedauert meistens, bis ein Patch rauskam. Also die Spiele früher waren unfertiger als teilweise heute die Spiele, die im Early sind. Wenn ich so an Verkehrsgigant denke zum Beispiel, was ja so ein bisschen ist wie Cities in Motion, da konnte man eigentlich froh sein, wenn es eine halbe Stunde durchgelaufen ist. Oder man wieder mal Pech gehabt hat und irgendwas angeklickt hat, was das Spiel nicht so mochte, und dann ja, hatte man einen kompletten Crash. Und ich weiß nicht mehr so, ich glaube, es war auch im Autosave noch nicht so gang und gäbe, da hatte man echt Pech gehabt manchmal. Und das hat auch einfach mega einen frustriert, und dann hat man auch einfach irgendwann keine Lust mehr gehabt, weil man 10-mal von vorne angefangen hat. Oder es halt einfach manchmal Sachen waren, die musste man anklicken, und es ist jedes Mal an dieser Stelle abgecrashed. Also muss ich ganz ehrlich sagen, von der Sicht her
es ist von damals, zumindest was so diese ganzen eSIM-Spiele und so, diese günstigeren Spiele angeht, wesentlich besser geworden. Gothic ist ja auch so ein Beispiel. Wer das vielleicht noch kennt, habe ich auch mega gemocht. War allerdings auch sehr oft mit Crashs verbunden. Wo dann wieder mehrere Quests hin waren. Oder man konnte halt manche Sachen einfach nicht machen. Ich meine, wenn ein Spiel early ist, kann ich das verschmerzen, weil der Entwickler sagt es ja extra. Man kann ja auch warten, bis es fertig ist. Man muss es sich ja vorher nicht holen. Aber wenn man das Spiel unterstützen will, weil es einem schon gefällt, so wie hier, und es ist ja wirklich schon gut spielbar, und die meisten Sachen, wie ihr seht, funktionieren ja auch, es ist allerdings bei anderen Plattformen schon früher rausgekommen. Bei Steam ist es jetzt, glaube ich, seit letzten Monat draußen. Es kostet 22,99 oder 95. Also geht auch noch vom Preis. Und hat Potenzial, würde ich sagen. Naja, lass uns mal reingucken, wie lange Spaß macht. Oder bis wir nicht mehr weiterspielen können, weil das nächste Update kommt und es dann nicht weitergeht, das weiß ich auch nicht. Jo, ich glaube, da meldet sich mein Kater zu Wort. Wenn er über den hört. Aber gut, da kann man ja nichts machen. Ja. Gucken wir nochmal, wie es jetzt so läuft. Aber ich denke mal, wir werden noch ein bisschen. Obwohl, wir machen schon 2000 plus. Haben wir letzten Monat gemacht. Nicht schlecht. So. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, wir gucken mal, wir machen wieder auf normale Geschwindigkeit. Wie sieht's aus? Also die verbrauchen es auch tatsächlich noch alles. Jetzt ist die Frage, haben wir hier noch ein bisschen Wasser übrig? Sieht nicht so aus. Und hier? Doch, Tatsache. Das könnte sogar noch reichen. Und wir haben ja auch noch einen Slot frei. Also wir könnten theoretisch noch eine zweite Farm bauen. Hierhin. Wir haben allerdings nur noch ein LKW. Und wenn wir die erste Farm vielleicht mit einbeliefern und die anderen dann... Das müssen wir mal ausprobieren. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Dann gehen wir auf Farming nochmal. Die Crop Farm. Drehen die. Der Abstand ist auch noch okay, oder? Oh. Können wir ja richtig dicht dran. Theoretisch. Wir können aber mal hier hingehen. Setzen die Straße hier hin. Das ist das Symbol, dass sie nicht angeschlossen ist. Müsste jetzt verschwinden. Ach Gott, das ist das Symbol, dass es keine Felder hat. Ja. Gut. So, jetzt müssen wir dann hier nochmal ran. Sagen wir, wollen hier nochmal Wasser. Reduzieren hier auf ein. Gehen jetzt hier nochmal rauf. Sagen wir wollen Wheat produzieren.
aus. Jetzt haben wir hier alle drei. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht wieder vertan, aber doch da Weizen. Und sagen denen, sie sollen den Weizen wieder in die nächste Stadt verkaufen. Und dann gucken wir mal, ob das Wasser reicht. Ich hoffe. So, dann würde ich sagen, apropos, wir gucken mal. Ja, sind glaube ich langsam wieder an der Zeit dran. Dann würde ich sagen, macht's gut. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch so wie mir. Wenn ja, könnt ihr ja mal ein Däumchen nach oben lassen. Und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.